Mangelnde Qualitätskontrolle bei Fox und Cube? Diese Frage muss ich mir leider stellen, denn wie kann es sein, liebe Zuschauer, dass sehr viele Fox Float X-Dämpfer, die beispielsweise in Cube Stereo Hybrids 140 und 160 im Modelljahr 2022 verbaut wurden, klappern? Noch dazu muss ich mir die Frage stellen, warum Cube weiterhin Bikes mit den betroffenen Komponenten an Händler und Kunden ausgeliefert hat, wo das Problem doch eigentlich bekannt sein sollte, seit die ersten Bikes aus dem Modelljahr 2022 letztes Jahr ausgeliefert worden sind. Warum müssen Kunden, die ihr neues Fahrrad erhalten, erstmal ihren Dämpfer zu Fox einschicken? Warum? Weiß ich. Oh mein Gott, der Fred. Warum? 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 Ich verstehe das nicht. Ich habe mir ja Anfang 2023 auch ein neues E-Mountainbike von Cube mit Fox-Komponenten gekauft. Dieses habe ich euch im Video letzte Woche vorgestellt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe euch das Video hier rechts oben und in der Beschreibung unterhalb verlinkt. In diesem Video habt ihr gesehen und auch deutlich gehört, dass ich auf meiner ersten Fahrt mit dem neuen E-Mountainbike leider feststellen musste, dass der Fox Float X-Dämpfer klappert. Deshalb habe ich den Dämpfer ausgebaut, zu Fox eingesendet und nach 8 Tagen kam dieser auch wieder zurück. Wie man in diesem Video sehen und hören konnte, war das Klappern des Dämpfers nach dem Service von Fox zum Glück weg und der Dämpfer dämpft nun butterweich. Allerdings hielt die Freude darüber nicht lange an, denn beim Versuch, den Säg an meiner Federgabel einzustellen, musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die Fox 38er Gabel einsackt und auch diese Fox-Komponente ein sichtbares Problem hat. Ich bin dann zu meinem Cube-Händler gefahren, wo ich das Fahrrad gekauft habe, um das zu monieren. Dort hat man dann die Luft komplett an der Federgabel abgelassen, in kleinen Schritten wieder aufgepumpt. Wir haben zwischendurch immer schön die Gabel durchkomprimiert, um einen Druckausgleich zwischen den beiden Kammern zu schaffen. Im Anschluss haben wir den Federweg gemessen und stehen leider nur 150 anstatt 170 mm zur Verfügung. Der Mechaniker sagte mir dann, dass er in dem Fall leider auch nichts machen kann und die Gabel zu Fox einsenden muss. Was machen Sachen? Also wieder kein Fahrrad. Leute, ich kotz echt ab. Ich rasch aus, Alter. Ich rasch komplett aus. Da denkt man, man kauft sich ein Fahrrad mit hochwertigen Komponenten. Fakt ist aber, ich habe das Fahrrad vor über 4 Wochen gekauft und konnte es bisher eigentlich so gut wie gar nicht nutzen. Da frage ich mich natürlich... Woran hat's gelegen? Ja, gut, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Wo bleibt hier die Qualitätskontrolle von Fox und Cube? Bevor diese Komponenten verbaut und das Fahrrad dann an den Händler ausgeliefert, respektive an den Kunden übergeben wird. Als Käufer habe ich in diesem Preissegment schon die Erwartungshaltung, dass wenn ich mir ein Fahrrad beim Fachhändler vor Ort kaufe, dass ich ein einwandfreies Fahrrad übergeben bekomme. Mit Fox hatte ich bereits wegen des Dämpfers telefoniert. Dort sagte man mir, dass es Einzelfälle sind und scheinbar nur einen von 100 Dämpfern betrifft. Ehrlich gesagt habe ich mittlerweile einen anderen Eindruck davon, denn ich bin sicher nicht der Einzige, bei dem diese Probleme aufgetreten sind. Ich selbst habe in den letzten Monaten 2 MTBs mit Fox-Komponenten gekauft und beide waren leider betroffen. Ich kann nicht mehr und ich weiß nicht, was ich muss, aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte das nicht mehr. Somit liegt die Vermutung nahe, dass die Qualität aufgrund der hohen Nachfrage und des E-Bike-Booms der letzten Jahre definitiv gelitten hat. Und das bei steigenden Preisen. Einige von euch werden jetzt bestimmt denken, warum hast du dir auch ein Cube-Fahrrad gekauft? Und da muss ich sagen, dass für mich bisher das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut gestimmt hat und ich zufrieden war. Deshalb bin ich auch sehr froh darüber, dass ich gerade Rückmeldungen von meinem Händler erhalten habe, dass sie mir eine Ersatzgabel eingebaut haben und ich somit mein E-Mountainbike wieder abholen kann. Oh mein Gott! Und das 2 Tage, nachdem ich schriftlich moniert hatte, das nenne ich mal wirklich kundenfreundlichen Service. Insofern will ich jetzt hier auch nicht weiter abhaten, aber es musste definitiv auch mal gesagt werden. Da ich mich aktuell in der Schweiz befinde, kann ich mein Fahrrad leider erst am Wochenende holen und euch hoffentlich dann ab nächster Woche wieder schöne Videos von meinen Erlebnissen präsentieren. Bis dahin, macht's gut, ein schöne Zemme und ciao, ciao. Na gut, ich sag mal so, woran hat ich gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat ich gelegen und fragt man sich immer, woran ich gelegen hat.